Schauspielerin und Regisseurin Ernie Mangold outet sich für Neos. Bei einem Besuch in der Neosphäre in Wien kam es zum Polit-Talk der Neos-Spitzen Matthias Strolz und Beate Meindl-Reisinger mit der legendären Künstlerin. Sie sind nie in Pension gegangen, wenn man so will. Kann man das so sagen? Sie sind eine tätige Person und Sie haben vor, das zu bleiben. Ja, zahle brav Steuern. Genug, 50, so wie der Herr Stronach, die Hälfte. Nur ich habe nicht so viel wie der Herr Stronach. Okay. Ich finde das sensationeller. Das heißt, Sie haben auch nie das Bedürfnis gehabt, dass Sie sagen, und irgendwann beginnt diese goldene Zeit der Pension, sondern... Es wird sich auch eines Tages aufhören. Wenn die Leute Jobs haben, die sie gerne machen, werden sie auch länger arbeiten. Wenn sie es nicht so gerne haben, werden sie nicht länger arbeiten. Wenn sie gequält werden in ihren Jobs oder gemobbt werden, werden sie nicht so gerne arbeiten. Die Bevölkerung wird schon weniger krank, wie ihr wisst. Also das ist ja früher auch gewesen, dass sie viel, viel mehr in Krankenstand gegangen sind, hat sich aufhören, weil sie Angst haben, dass sie entlassen werden. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, dass... Das ist einfach, es wird eher steigen. Ich glaube nicht, dass die Leute weiter mit 55 oder 53 in Pension gehen. Wenn Sie den Herrn Bröll treffen würden und er fragt Sie, was taugt Ihnen an Neos, was würden Sie antworten? Würde ich sagen, naja, weißt du, die machen halt sehr viel für die Jugend, die sind jung, was ich auch sehr schätze. Sie sind eine aufstrebende Partei, sie sind in ihrem Herzen, habe ich das Gefühl, ehrlich. Und den Herrn Strotz, wenn man ihn reden hört, findet man auch in einer gewissen Weise sehr direkt und auch in einer gewissen Weise, in keinster Weise, muss ich ehrlich sagen, verlogen. Und das schätze ich halt sehr. Ich werde es ihm ausrichten. Freut mich sehr. Dankeschön.